13 Finalisten der Miss und Mr. Styria-Wahl in Bruck an der Mur. Insgesamt 4 Durchgänge von Abendmode bis Tracht. Das Besondere in der Steiermark, Miss und Mister werden gemeinsam gekürt, an einem Abend. Was die beiden Schönsten zu ihrem Sieg sagen, dazu später mehr. Wenige Stunden vor dem Finale in den Garderoben. Während die Jungs noch lässig chillen, haben die Mädchen schon Styling-Offensive. Ja, also die Mädels sagen meistens immer gesagt, sie hätten gern glatte Haare oder sie hätten gern Locken. Und gerade bei den Abendfrisuren, ob es eher aufgesteckt ist oder nicht. Und wir entscheiden nachher dann, was zum Gesicht passt, dass eher die Haare ein bisschen offen bleiben oder ob es ganz aufgesteckt wird. Das Model wird jetzt geschminkt von uns und zwar ist es recht wichtig bei der Miss Styria-Wahl, dass die Mädels sehr natürlich rüberkommen, dass die Grundierung sehr schön gemacht wird und mit Rouge-Akzente gesetzt werden. Wichtig ist jetzt, dass die Grundierung sehr genau gemacht wird, dass es wirklich ein gleichmäßiger, ebenmäßiger Teint wird. Wird mit dem Pinsel aufgetragen, speziell auch rund um die Augen. Und anschließend wird mit Rouge Akzente, werden mit Rouge Akzente gesetzt, sodass die Wangenpartie schön betont wird. Entscheidungsfaktor beim Styling ist, dass sich die Kandidatinnen letztlich wohlfühlen. Denn nur so können sie bei der Jury voll punkten. Ich finde, das Wichtigste, was die neue Miss haben sollte, ist Ausstrahlung. Weil doch mit Ausstrahlung kann man überall punkten, bei jedem Auftritt, bei jeder Mondschau und das sollte einfach sitzen. Die letzten Minuten, die letzten Handgriffe oder Ähnliches. Ich mache mir ein bisschen warm, um in Form zu bleiben. Eigentlich ein bisschen aufpushen. Aufpushen durch Posen oder was machst du noch? Liegestütz, einfach, dass der Körper durchblutet wird. Die Aufregung ist enorm und einfach, weiß nicht, viel an mich denken und gebetet habe ich auch schon zwischendurch ein bisschen heimlich auf dem WC. Also ich glaube, das wird schon funktionieren. Auf dem WC? Ja, muss ja nicht jeder mitbekommen, so für mich einfach. Du hast dich für die Fliege entschieden, warum? Ich finde, es passt besser, macht, man gefällt mir besser. Es war eine schwere Entscheidung zwischen dünner schwarzer Krawatte und Fliege, aber schlussendlich habe ich mich Fliege entschieden, weil meistens die Burschen mehr Krawatte tragen und es sticht mir raus. Bevor es auf die Bühne geht, schaut Moderator Volker Piszek bei den Kandidatinnen vorbei. Ein Warm-up, um die Mädels zu beruhigen. Kommt sie alle zusammen zum letzten Gespräch, bitte nochmal. Ich kann nur sagen, jeder, der zum ersten Mal auf einer Bühne ist, der zum ersten Mal Interviews gibt, ist nervös. Ich habe da schon Mediziner vor der Kamera sterben sehen, wo man immer glaubt, die sind extrem intelligent. Das hat mit Intelligenz gar nichts zu tun. Das ist ein chemischer Vorgang im Kopf. Die Synapsen machen zu, es werden Botenstoffe ausgeschickt und man hat Denkblockaden und kann, weiß oft nicht einmal mehr seinen eigenen Namen. Ich versuche ihnen zu helfen, das zu überbrücken. Das ist wichtig. Wer ist der oder die Schönste? Wer hat Bühnenpräsenz? Wer überzeugt mit seinem Lächeln? Wer hat die beste Ausstrahlung? Im Missen und Mister-Business zählt schon lange nicht mehr nur die Optik. Mitten im Geschehen Ex-Miss Austria und Missenmacherin Silvia Schachermeier. Ums Winked von der Band The Rats Are Back. Die Beauty weiß, worauf es im Missen-Business ankommt. Ganz ein wichtiger Faktor ist natürlich auch die Persönlichkeit, denn wir arbeiten ein ganzes Jahr sehr intensiv mit den Siegerinnen und da muss einfach das Zwischenmenschliche auch passen. Sie müssen es wollen. Es ist natürlich eine große Aufgabe, die da auf sie zukommt und ja, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Mädels mit Matura-Niveau zum Beispiel, weil es natürlich schon immer mehr auch in diese Richtung geht, dass wir Mädels brauchen oder Missen brauchen, die unsere Sponsorenpartner repräsentieren können, die bei Charity-Veranstaltungen dabei sind. Es ist ein Sprungbrett, das man nützen kann. Ich habe es so gut wie möglich genutzt, war der erste Österreicher seit 7 Jahren bei der Mr. World-Wahl, habe jetzt da von der Silvia Schachermeier die Organisation von der Mr. Austria-Wahl für die nächsten 3 Jahre übernehmen dürfen. Und ich glaube, diese Entwicklung ist schon einmal Vorzeigemodul, was für die anderen Burschen noch ansteht. Vermarkten Sie die Miss Styria oder den Mr. Styria auch dann in irgendeiner Form? Ja, selbstverständlich. Wir sind ja die Missenstadt in der Steiermark. Wir haben übrigens auch eine Miss World, die Eva Rübersteuer. Die kommt aus Bruck an der Mur und seither sind ja wir als Stadt der schönsten Frauen natürlich auch bekannt.
Schließlich fällt die Wahl auf Cornelia Stangl und Christoph Franz. Was die beiden zu ihrem Titel sagen, na was wohl. Es fühlt sich unbeschreiblich gut an. Einfach locker wieder zuerst, drei Stunden, oder der ganze Tag dauert schon, seit 9 in der Früh sind wir hier. Jetzt ist es 11, sind knapp 15 Stunden schon. Am Anfang ist es immer locker und je knapper es zur Wahl gegangen ist, je angespannter. Und der erste Durchgang alleine war im Prinzip für mich der härteste. Also ich kann es noch gar nicht realisieren eigentlich. Ich glaube, das kommt erst morgen in der Früh nach dem Aufwachen, wenn man dann die Zeitung liest oder so. Ein Jahr lang regieren die beiden die grüne Mark, dank Schönheit und nicht zuletzt Persönlichkeit. Und ich drehe